Der Wind blies wild durch das öde Wüstenland, aber es war sonnig und heiß an diesem Tag, wie eigentlich alle anderen 364 Tage ebenfalls. Aber so war es nun mal, das triste Ignis. Wo man hinschaute, ausschließlich Sand, gespickt voller Monster und Ungeheuer, mal mehr erschreckend, mal weniger. Neben den Monstern gab es in diesem Reich Magier, Bogenschützen und Krieger der Rassen Mensch, Moloch und den Dunkelelfen. Einzige Lichtblicke in diesem Reich waren die besiedelten Städte durch eben besagte Rassen und Klassen. Als Hauptstadt diente Medenet, aber das eigentliche Leben spielte sich in Alteruk ab. Dort traf man sich in Tavernen und trank sich besinnungslos. Ja, auch das weibliche Kriegsgefolge trank hier gerne mal einen über den Durst. Ebenso florierte der Handel in dem Städtchen und Familien wurden hier gegründet. Die seltsamsten Paarungen fanden hier zusammen. An einem blauen Abend in Alteruk treffen sich einige Bewohner von Ignis in der Taverne, um sich dem allabendlichen Saufgelage hinzugeben. Viele in der Taverne waren noch mit Familien gebunden und so spielte sich einer größer auf als der andere. Einer protzte mit seiner Waffensammlung, der andere prahlte ob seiner außerordentlichen Rüstung und das alte Volk verhöhnte die Kriegsneulinge, die sich mutig in der Arena mit den großen Kriegern messen wollten. Nachts, es muss nachts gewesen sein. Viele waren keiner Sprache mehr mächtig und die Sonne schien bereits seit Stunden nicht mehr. Da blieben einige Streiter und erzählten sich Geschichten, wobei niemand mehr auf den anderen einging, wie auch nach Niederweise besten Gerstensaft. Allerdings verstand man sich einander, ohne den anderen wirklich zu verstehen, und so beschloss man nun, eine eigene Familie zu gründen. Gesagt und getan, aus Liedgesängen über vergangenen Veteranen wurde ein Clan gegründet. Ahnenlied war geboren.